Ja, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Assassin's Creed Mirage. Ich weiß, es ist ein paar Tage ausgefallen. Assassin's Creed Mirage. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Aber heute komme ich wieder ein bisschen dran, ein paar Folgen aufzunehmen. Ich hoffe, mehr als zwei. Mal sehen. So, wir müssen natürlich unseren Schatzmeister finden. Ja, genau. Das und die Identität aufdecken. Identität. Und Identität. Und ja. Wir müssen, glaube ich, auf eine Party gehen. Töte die Identität des Schatzmeisters. Okay. Okay, da 36 Meter habe ich ein Suchding. Achso, da können wir die Identität enthüllen. Ist ja alles gespeichert, also wir können ja einfach mal hingehen, mal gucken, was passiert. Okay. Irgendwie habe ich hier irgendwo falsch abgebogen, oder? Kann das sein? Nee. Nehmen wir den kurzen. Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Noch einmal, der Schatzmeister. Okay, wie kann ich die jetzt belauschen? Muss mich hier hinsetzen? Ach so, rechte Maustaste. Das kann man nicht beschleunigen. Sayibati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Ja, diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, ist Kinar der Lieblingsduft des Schatzmeisters. Niemand ist unglücklicher, wenn 3 Dutzend Flaschen verschwinden. Seit sich unser Nachschub im Hafen staut, läuft die Produktion schleppend. Sayidati, gewisse Vorkommnisse haben unsere Lage zusätzlich erschwert. Mhm, die machen also Parfüm für den Schatzmeister. Und Kinar ist sein Lieblingsduft. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut, Sayidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kinar so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich röche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Ich muss sie sprechen. Ey, Frau, ich bin. Friede sei mit dir, Sayidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Sayidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut, das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich Kinar. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Dairat al-Mal, Sayidati. Oh,
Okay, wir wissen, dass der Schatzmeister eine Sie ist. Der Ning. Schatzmeister ist also eine Frau. Und ihr Name ist Ning. Die Auktion sollte bald beginnen. Jo, gucken wir mal rein in unser Nachforschungsmenü. Hier sind Aufträge. Habe ich keine. Schatzmeister. Hier. Noch mehr Hinweise, die wir finden müssen, auf jeden Fall. Nimm an der großen Auktion teil. Ich komme den. Können wir denn ihr Blut besorgen? Hahaha, ja. Yeah. Wie wär's mit etwas? Aber geht wahrscheinlich nicht jedes Blut. Schweineblut wird nicht gehen, denke ich. Muss natürlich Menschenblut sein. So, machen wir mal. Bin gespannt. Willkommen! Friede sei mit euch! Yassas, ni hao und hallo! Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat Dalmal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Oh, was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Ah, noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft! Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten. Eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Was ist der Schatzmeister, nehme ich an? Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Okay, ich hebe die Hand. Da, noch ein Dritter. Ha? Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Wir bieten alles. Niemand? Dann verkauft an den stattlichen Mann mit dem Bart. Diese Haarnadel gehört nur dir, Sayidi. Kommen wir zum dritten Objekt. Okay, wir haben die Schatzmeisterin wütend gemacht. Ich bin gespannt. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat Dalmal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. So, hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Anmut, wie ein einzelner strahlender Stern am dunklen Nachthimmel. Könnte ich nur mit ihr sprechen? Das wird nichts. Wie ich höre, bekommen nur Mitglieder der Händlergilde eine Audienz in ihren Gemächern. Wenn ich vielleicht herausfände, wo sie ihre Robe gekauft hat. Oder diesen wunderschönen Fächer. Muss ich mal zuhören, kurz. Okay. Also, der Schatzmeister ist eine Frau, die Schatzmeisterin. Und wir haben die jetzt überboten bei der Wohlstandsrunde, auf die Haarnadel. Und jetzt müssen wir versuchen, da einzubrechen bei der. Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin. Geh beiseite. Verzeihung. Meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Okay.
Zugangsbedingungen der Kamm. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Okay. So, da müssen wir die Brosche besorgen. Wahrscheinlich bei irgendeinen Händlerleuten. Irgendeine Händlergilde, nehme ich mal an. Ah, da ist ein... Vielleicht haben wir deswegen den Dings nicht gefunden. Das kann sein. So, die Kiste. Ich habe die Kiste leuchtet ja gerade da, hier. Da. Vielleicht haben wir die deswegen nicht gefunden. Weil die Questgegenstand, Questkiste ist. Zahuha, hiya. Ich bin wach. Was denn? Was ist hier gemacht, Mann? Ruhig dich. Kampf erlaubt. Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Vielleicht ist da unsere Münze drin, ich weiß es nicht. Aber wir wissen das vielleicht noch nicht. Wir wissen nicht, wie wir da reinkommen sollen. Da ist alles Mauer rundherum. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, die Tür. Das weiß ich wirklich nicht. So ein bisschen, vielleicht mal zu irgendeinem Händler gehen, ich weiß es nicht. Beruhigt euch. Da ist ein Händler, ich gehe mal zu den Händlern, mal gucken. Gerade noch rechtzeitig zur Auktion, die an der Sperre vorbei zu bekommen. Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Bleibt immer. Ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Ah, hat nix. Lass mich mal in die Bahn reingucken. Ansehen. Bitte, sieh dich um. Ich hab nichts zu verkaufen. 500 Darim ausgegeben für die. Ich muss gehen. Für bis die Wohlstandsrunde. Ja, das wäre gewesen, wenn wir sie nicht gehabt hätten. Hätte er nicht mitbieten können, vielleicht. Da ist ein Zettel, warte mal. Ruf zu den Waffen, Brüder, wir haben nicht länger das Joch eines falschen Kalifen erduldet. Abdul Adallah ist der rechtmäßige Erbe seines Vaters. Haben wir schon mal gelesen. Irgendwo muss es Informationen geben zu der Händlerrunde. Zu den Händlern. Zu der Brosche. Vielleicht Balkon. Nee. Auch keine Gesprächsoption Kong. Er ist nicht mal der King, nur der Kong. Er wird nicht haben, gell, hier bei uns. Friede sei mit dir. Du schon wieder. Was gibt es? Ich habe ein Geschenk für die Schatzmeisterin, wenn sie mich empfängt. Nur Mitglieder der Elfenbeinmünze dürfen eintreten. Keine Brosche, kein Zutritt. Okay. Finde heraus, wo die Brosche des Elfenbein, der Elfenbeinmünze schaffen kannst. Elfenbeinmünze. Eine Karte sehe ich jetzt auch nicht so richtig, ne? Eine Nachforschung vielleicht? Das kann nur hier irgendwo sein, denke ich mal. Was? Nicht so schnell! Wachen! Wachen! Die Wache! Ich wurde verkauft! Ups! Nicht so schlau. Ich dachte, na komm, so ein kleines Ding zwischendurch. So ein kleinen Diebstahl zwischendurch. Warte mal. Vielleicht hier bei denen. Hat auch nichts zu sagen, der Auktionator. Hat auch nichts zu sagen.
Das Einzige, was ich sehe, ist diese gelbe Kiste, die mich triggert. Und sehe ich ja auch nichts weiter aktuell. Kann ja nicht so schwer sein, ne? Eigentlich. Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Keine Brosche, kein Zutritt. Ah. Allah verfluche dich. Hier, du Hans! Hey! Ich muss mal weg, das war gar nicht mit Absicht jetzt gerade. Aua! Bist du müde? Nö. Ich hab dich eigentlich entstöcke. So ist es. Hörst du? Wollte ich jetzt gar nicht, so ein Scheiß. Meine Güte. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich habe den gar nicht angegriffen und nix. Aber der ist direkt als Angriff empfunden. Wahrscheinlich, weil der Kampf gerade erlaubt war. Scheiße. Ich wollte da nicht sterben, dass wir dann nochmal laden oder was? Na, so ein Mist. Jetzt müssen wir ja warten, bis der unser Warnungslevel weg ist. Das wollte ich nicht. Und dann müssen wir da einbrechen, scheinbar. Da ist so eine Garnison oder was. Und da ist die Brosche. Da liegt die Brosche von dem einen drinne, hat er gesagt. Oh, noch knapp. So, jetzt blinkt unser Gelb schon wieder. Unser Auge. So, jetzt ist es weg. Keine Ahnung, ob die uns das in Ruhe lassen. Ja, das können wir nur ausprobieren. Und steht einer. Hey. Hey du, so benimmt man sich nicht. Okay, entschuldige bitte. Das Sperrgebiet auf jeden Fall. Oder hätte es auch keinen Sinn, wenn ich da reingelaufen wäre, ne? Oh. Zeit zu verschwinden. Eigentlich nur da rein jetzt hier. Sollen wir unsere Fahndungslevel loswerden gleich? Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. Naja. War ja klar, dass es so etwas gibt. Ups.
Da ist die Brosche. Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich yes. habe beide Schmuckstücke. Und muss die Wache mich reinlassen. Was ist wahr? Aber vorher loot mal durch hier natürlich. Und wir müssen unser Fahndungslevel loswerden. Ich glaube, das ist schlecht. Aber wir können eine Münze einfach ausgeben. Ich glaube, das ist das Einfachste jetzt. Und ist da nichts? Oder da ist noch ein Trigger. Ich weiß nicht. Ach, Geld. Wir haben einen Haufen Kohle ausgegeben für die Haarnadel, für die Blöde. Und die wird wahrscheinlich die Oma einstecken da. Von daher. Muss man alles einsammeln, was wir irgendwie kriegen können. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Einladung für ein Treffen mit der Schatzmeisterin. Kyri. Aus Griechenland, Besitzer von Santos Statue und Antiquitäten. Du bist eingeladen, die Schatzmeisterin ihren Gemächern in der Kammer der Antiquitäten zu besuchen. Die wird nach Ende der Auktion geöffnet. Bringen Sie, wie besprochen, das Schmuckstück mit, aus schwarzem Sand mit. Okay, das ist fast zu der Brosche, die wir mitbringen sollen, logischerweise. So, wir machen das Fahndungslevel jetzt noch weg. So, mal gucken, wo wir das Fahndungslevel wegkriegen. Ist ja nur eins. Also ein Zettel würde mir eigentlich reichen. Hier ist ein Rätsel. 180 Meter. Haben wir uns auch noch null drum gekümmert um die Rätsel, ne? Wir haben jetzt eigentlich nur Hauptquests gemacht, ne? Und so ein bisschen Nebenzeug. Aber sonst noch nicht viel. Check mal das. Oh ne, das war ich. So, was haben wir denn hier? Söldner. Musiker. Parfüm, Händler, Muaidin. Zu dem müssen wir jetzt. Mit dem haben wir markiert. Schleich mir mal ein bisschen rundherum. Ich habe lange kein Darwish-Artefakt mehr gesehen, irgendwie. Die Scherben haben wir ja alle, ne? Hat ja geklappt, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr so Schatzkammern gibt für die Scherben. Da werden wir irgendwas mit dem Animus zu tun. Mit dem Scherben. Reisende da. Von fern und nah. Hofft ihr euch hier niederzulassen? Dann wisset, dass Job. Die Gerüchte meiner Schurkentaten sind maßlos übertrieben. Bringst du mir zum Schweigen, dem ich verleihen? So. Und dann wollte ich sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Wir haben genug geschafft für heute. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zur Schatzmeisterin. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.